Moin Freunde, die NDR ist wieder hier. Wir gucken uns heute mal eine verfallene, alte, verlassene Porzellanfabrik an. Mir soll es noch ein bisschen was zu sehen geben. Ich bin mal gespannt, was wir davon noch so finden. Schon sehr, sehr viel eingestürzt hier. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall erstmal der Brennofen. Hier sind Löcher im Boden, ganz viele. Darunter war wahrscheinlich dann Feuer oder Glut. Und über uns ist alles schwarz. Na, hier wurde Porzellan gebrannt. Sind auch noch überall diese Porzellanrohlinge auf dem Boden. Vereinzelt sind hier noch ein paar Porzellanfiguren. Hier muss man schon wieder aufpassen, dass man hier nicht reinfällt. Entschuldigung. Ist alles voller Gefäße. Hier mit so einem Gitter. Voll der Nebel drin. Durch die Luftfeuchtigkeit, glaube ich, von draußen. Hier wieder eine der Brennlöcher, um Kohle nachzuschütten oder so. Gehen wir hier mal die Treppe hoch. Ist das obere Ende vom Brennofen. Hier unten alles voller Plastikbehälter. Hier sind diese Motive, die aufs Porzellan raufgeklebt werden.
hier ist der Brennofen von oben. Aha. Auch noch alles voller Gefäße zum Tonbrennen oder so, oder Porzellanbrennen. Gehe ich mal davon aus. Auch sehr interessant. Hatten wir ja so noch nicht auf dem Kanal. Hier alles voller Blumenmotive. Hier tropft auch schon von der Decke. Hier sind, glaube ich, das sind Kartons. Alte Verpackungskartons, schon verschimmelt, zersetzt, durchnässt. Alles. Hier noch ein, zwei Porzellanfiguren. Noch Reste davon. Hier unten ist alles voller goldener Deckel. Noch ein alter Brennschuh. Hier noch Reste vom uralten Radio. Boah, sieht das urig aus hier. Aber hier kommt mehr Wasser von der Decke. Was mir lieb ist, zum Glück ist das hier alles ein bisschen aus Beton gebaut. Habt ihr den Knall eben gehört? Wackengewitter. Hier stehen die Sachen noch in den Regalen. Da hätten sie noch so Porzellankrüge. Alles einfach so zurückgelassen, ne? Und dem Verfall überlassen. Hier, der Schrank hängt auch schon gut durch. Oh, cool. Hier seht ihr das? Sieht aus wie ein Fußball oder so. Also halt eine Gussform oder wie sich das nennt, Brennform, Gussform. Und das Muster sieht halt aus wie ein Fußball. Was haben wir hier? Noch alte Schaltschränke. Anfahrknopf, Steuerstrom. Alter, ist das riesig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass das hier noch so riesig ist. Hier sind, glaube ich, auch Brennöfen oder sowas. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen, was das ist. Ah, hier steht's doch. Metallurgieofenbau. Okay. Also lag ich mit dem Ofen ja schon mal ganz recht. Hier ist alles voller Pappschachteln. Meter hoch Pappschachteln hier drinnen. Draußen könnt ihr das Unwetter nochmal sehen. Hier ist nur ein kleiner Raum.
Wow, hier geht's runter. Oh, da oben hängt der Fahrstuhl. Der Lastenfahrstuhl. Aber hier geht's ganz schön weit runter. Hier auch cool, Dänemark. Ich bin an der sauberen Seite. Jo, hier. Das ist jetzt ein. Ah, hier sind auch wieder Brennkammern. Bestes Lost Place Wetter. Wow, was haben wir denn hier? Riesengroßes Loch im Boden. Die Dimension kriege ich wahrscheinlich gar nicht eingefangen hier in der Kamera, wie groß dieses Loch ist. Hammer. Nach oben ist ein kleines Loch. Hier ist der nächste Schock. Hier ist der ganze Betonboden schon weggebrochen. Draußen ist das ganze Dach eingestürzt. Das kann ich euch leider nicht zeigen. So einen langen Arm habe ich nicht. Da ist auch schon ein Riesenloch. Hier ist noch alles voller Aufkleber für die ganzen Porzellansachen. Tausende Aufkleber finden wir hier. Krass, ganz schön groß die Bude. Habt ihr den Donner gehört? Haha, Unwetterwarnstufe 3. Ja, ganz schön groß die Bude hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so riesig ist. Sah von außen wieder mal so unscheinbar aus. Jo, mal schauen, was wir noch so finden. Jetzt gehe ich hier wieder an diesem riesen Loch vorbei. Ja, mal schauen, was wir noch so finden. Hier können wir nochmal gucken. Hier geht es eine Treppe nach oben. Okay, wenn wir mal nach oben gucken, obwohl ich eigentlich nicht will. Noch eine Treppe nach oben. Und wer ist mal hier? Oh, hier stinkt das irgendwie. Ja, da guckt euch das mal an. Wie krass das hier durch die Decke tropft. Da hätten sie noch drei Stühle.
Da gehe ich aber nicht mit euch hin. Oh, Entschuldigung. Hier ist das Loch von oben, das kleine. Und eigentlich müsste ich mit euch da hinten mal hingehen. Oh, ich habe ein bisschen Schiss, hier lang zu laufen. Machen wir mal einen ganz großen Bogen. Gucken wir uns nebenbei nochmal diesen Tisch hier an. Holzfußboden. Da seht ihr schon, wie zerstört das hier alles ist. Da ist auch schon der Boden eingebrochen. Ich werde mich hier also nicht unbedingt lange aufhalten. Och, guckt euch das an. Ich wollte euch hier eigentlich die ganzen Rohlinge zeigen. Bis unter das Dach gestapelt, aber dann sieht man ja hier schon, das ganze Dach ist schon eingebrochen, inklusive dem Boden. Na, ich werde zusehen, dass ich mich hier aus dem Staub mache. Ich denke, wir haben alles gesehen. Wenn ich noch was finde, was spannend ist, nehme ich euch natürlich wie immer noch mal mit dazu. Ansonsten würde ich das Video lieber gerne hier beenden, damit ich im Fall der Fälle beide Hände frei habe. Und in diesem Sinne sage ich ciao, eure Andreas, bis zum nächsten Mal.